Und wir müssen eh gucken, genau, die Tür machen wir Aua, nachträglich. wer schießt denn hier laufend auf mich wahrscheinlich? Ja, hab ich engagiert, das ist doof, Mann, zwei. Hi und herzlich willkommen zurück zu Zomb Raider. Oh, fuck. Ja. Toll, Trottel. Hast du gerade fuck gesagt? Ja, wie ihr sehen könnt, hat der Spucki hier totale Scheiße gebaut. Ja, ich wollte mal zeigen, hier bevor wir loslegen, was der hier mit unseren armen Hühnern macht. Ja, der hat hier Kakteen oben befestigt, so eine Kakteenfalle, um die Tiere zu quälen. Jetzt zeige ich mal, wie die Hühner da eingesperrt sind. Warte mal, mal springen. Boah, jetzt voll geleckt, ey, und voll runtergefallen. Super, das ist springen. Verklemmen wir uns. Ja, die sind da eingesperrt. Das Doofe ist, wir müssen das eh wieder abreißen, weil ich muss da immer rankommen, weil die Hühner bei uns immer manchmal rausbacken. Was machst du denn da? Ja, begrüße übrigens erstmal deine Freunde hier. Genau, hi, Was? das ist Fisch. meine Kaktusfarm, Ein Kaktusse. Kaktus. Ja, wir machen auch gleich weiter, bevor wir hier uns fest. Obwohl, ich wollte euch noch was zeigen. Was? Wir haben nämlich ein Problem. Irgendwie, unser Generator, den habe ich jetzt zum Bunker gebaut, weil uns flüchten andauernd irgendwelche Steine oder Erze. Ja, jetzt demonstrieren wir das. Ach nee, das geht ja nicht. Das muss Spucki machen. Du musst da jetzt reingehen und dich zubauen und abbauen, weil wir zeigen das euch mal. Ich habe das echt versucht, wegzubekommen, aber jedes Mal liegen irgendwo hier hinten Erze und Steine rum. Da hier vorne, oben drauf sogar. Jetzt geh mal rein da. Hol eine Pickaxe Okay. raus und führ das mal und bau dich mal ein. Mal sehen, ob es klappt. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn es nicht geht. Nein, du sollst dich zubauen. Ich musste so erstmal Steine holen, für mich Ja, hast zuzubauen. du ja gesagt, ich hab da ja noch hier irgendwo in der Kiste. Ach, hier hinten Genau, liegt. weil witzigerweise backt das sogar durch diese Steine durch. Ja, super, jetzt passiert nichts. Doch, da! Habt ihr gesehen? Da kam das erste Erz geflogen und da ist kein Loch drin, ne? Da. So. Also, es ist echt kacke. Wenn einer Ideen hat, der kann das gerne unten in die Comments schreiben, weil das ist echt nervig. Dadurch haben wir wahrscheinlich immer voll Verlust und stehen da stundenlang, beziehungsweise ich stehe da stundenlang und farme. Spucki, du darfst gerne wieder rauskommen. Ja. Und wir haben da bestimmt schon stackweise Steine verloren, Erze, Diamanten natürlich, ne? Wahrscheinlich sogar. Ich werde mich mal beim Admin beschweren, wir wollen sie alle wieder haben. Genau. Genau, eigentlich war So ja für. machen wir's. Ja. In der heutigen Folge war ja eigentlich geplant, dass uns jemand hier endlich mal. Ich zeige nämlich euch mal, wie ich immer farmen muss, also Wolle farmen muss. Was habe ich denn gerade? Ich habe hier irgendwo Erz reingeschmissen, egal. Muss vor Denn ich muss allem. das nämlich manuell Bringen Sie machen nämlich mit. immer dazu. Was? Du musst fahren? Wie? Nee, du musst fahren, ich zwing dich Soll du dazu. mich zwingen? Jetzt komm, du Fohl. So, warte, erstmal einen Timer starten hier. Erzähl mal was. Ja, starten wir den Timer. Klappe. Ja, diese Folge hier wird besondere. Inwiefern? Ja, Genau, wir gehen mal jetzt erstmal weiter und ich zeige euch mal, ich muss nämlich manuell Wolle farmen für unseren Shop, weil der Spucki unfähig ist, mir eine automatische Farm zu bauen, wo die automatisch ja, nie gekillt werden. gefragt. Ja, und dadurch kriegen wir morgen einen kompetenten jungen Mann hierher, der uns das baut, also in der nächsten Aufnahmesession, sagen wir mal, ist erst in, denke ich mal, in 5 Folgen oder so, und der baut mir das, dass ich mich nicht mehr abquälen muss. Ja, in der Folge bin ich dann auch nicht dabei. Was? Doch, du darfst nämlich mit mir den Shop weiterbauen, denn wir können ja nicht die ganze Zeit den jungen Mann beobachten. Der wird es nämlich nebenbei machen und wir bauen natürlich unseren Shop weiter, weil, wie ihr sehen könnt, haben wir hier die Plattform jetzt schon mal vorbereitet, denn, ja, da steht die Kiste schon für die Farm. Denn wir mussten erstmal abzählen, wie weit und, ne, wir wollen hier 4 Räume hinmachen und dann schon mal vorbereiten. Und die Plattform müssen wir jetzt nicht zeigen, weil ein bisschen vorbereitet muss man ja schon sein. Ja, wir Ja. legen auch gleich los, denke ich mal, ne? Jeder packt sich jetzt ein paar Sachen ins Inventar. Jetzt haben Weiß wir auch so nicht, ich gute. hatte auch so die Überlegung, dass man so ein paar Sachen für die Insel, so dekorativer Kram, dass man den auch außerhalb der Aufnahme bauen könnte, also ohne Funktion oder so. Was kann man da immer noch, könnten wir immer zeigen in der Folge und so, dass aber die Insel vielleicht ein bisschen schöner wird. Also das könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so wollt oder nicht. Na, wäre teilweise hier noch meine Beine Baumallee, obwohl da fehlen ein paar Bäume, Ja. oder? Ja, doch, nee, ist noch genauso, weil ich musste hier nämlich erstmal Holz farmen für unseren Shop. Dann habe ich hier so eine kleine Baumallee gemacht. Okay, die sind jetzt passend eigentlich nicht dazu, aber wir brauchen das Holz halt später mal.
Ja, und die Deko-Sachen eigentlich, doch, die können wir eigentlich auch während der Aufnahme machen, weil du baust ja eh meistens, und ich mache ja den anderen Scheiß. Wo rennst du überhaupt rum? Wir haben die Kisten hier übrigens. Ja, Immer diese Alzheimer-Leute mit 30. Ich gehe erst, genau, ich leg schon mal los, weil wir müssen ja nicht 3 Stunden hier jetzt erstmal vorbereiten. so, du kannst mal hierher kommen, wenn du Wozu? willst. Ja, ich hab was hier für dich. Nein, lass uns in der nächsten Folge dann machen. Dann lass erstmal hier den Shop. Jetzt müssen wir nämlich hier hinten. Ja, wir Nee. können doch hier nicht 3 Stunden hin und her latschen. Komm. Mann, ich will nichts von dir. Geh weg. Ja. Was soll ich mit Knochen, du Blödmann? Wegen Knochen lockst du mich jetzt nicht wirklich her, oder? Doch. Du sollst der Knochenspur folgen. Ich will keine Knochenspur folgen. Was ist ja? Was machst du da? Ich geh aus meinem blauen Salon. Du schläfst eh vor der Tür. Hey. Und nun? Was machst du hier mit mir? Oh, wo hast du den gekl... Du hast nicht extra einen Hund gekauft, oder? Doch. Du musst ihn aber zähmen mit den Knochen jetzt. Ja, dann nennst du ihn wahrscheinlich. Nee, warte, ich geb dem Namen. Ja, ich habe ein Doofmann. Namens, ich hab ein Namensschild für dich sogar Nein, dafür. ja, der wird Doofmann getauft. So, da ist er. Gib Namensschild. Hab ich Doofmann. schon. Ach so, Hast kannst schon du ein ja ranmachen, Namensschild? ne? Oder muss ich das machen? Du hast das Namensschild. Aber wie geht denn das überhaupt? Ich, ach so, einfach nur anklicken? Das habe ich noch nie gemacht, muss ich Hab sagen. ich auch noch nie gemacht. Keine Ahnung. Oh. Hey, Ich kann nichts machen hab ich wieder auf damit. die Idee noch am Hund. Ach so, warte mal, vielleicht mit Shift, wa? Nee, auch nicht. Wie geht denn das? Oder geht das nur bei NPC? Geht das nicht bei Tieren? Vielleicht bei dir? Scheiße, geht nicht. Nö, der geht jetzt. Ja, weil ich Rechtsklick gemacht habe, dann macht der eh nur Sitz. Ja. Shift geht auch nicht. Google mal eh mit deinem Handy oder so, dann renn ich mal vor. Und bau endlich den Shop, weil wir hatten ja eigentlich, wir haben nämlich jetzt schon, ne, hier die halbe Folge oben, nur um den Hund anzugucken und den Doofmann. So. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Namensschild, aber eigentlich müsste es mit Tieren doch auch gehen, hallo? Das geht doch bei Ja. dir auch, denke ich mal. Weiß ich nicht, ich hab's auch noch nie probiert. Ach, der rennt mir, stimmt, der rennt. Weiß nicht, ich habe Shift versucht, ich habe alles, wie gesagt, der macht ja Sitz, wenn ich Rechtsklick mache. Und Linksklick schlagen, ja. Nee. Oh, ich brauche jetzt den Shop weiter, mache ich das halt alleine, so. Ist wieder da. Ja. Uch, das war zu Wird viel. verwendet, indem man das Namensschild in einem Amboss umbenennt und dann mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kreatur klickt. Ah, Ah, ich wo ist denn der komme. Name? Ja, super. Irgendwie kommen wir mit dem Shop, nie zurecht hier, Herr Spooky. Dann geh du wenigstens schon mal bauen. Dann mache ich den umbenennen. Leute, ich verkaufe übrigens einen Spooky. Ach, Boah, ey. ja, der ist voll komisch. Doof, Mann. Mann, oh Mann. Ah, mehr Hund. Lol. Komm, Doof, Mann. Nee, nicht sitz. Komm. Doof, Mann. Wenigstens hast du ein bisschen Freude mit ihm. Doof. Wo rennt der denn hin? Wo ist denn der jetzt hingerannt? Der ist weg. Hä? Ach, der hat bestimmt Skelett gefunden. Gerochen. Der ist weg? Ach, hier ist er. Ja, der rennt da noch irgendein Skelett anscheinend hinterher, so wie es scheint, weil. Ne, der mag unseren Generator. Nicht, dass er da. Unten drunter wird wahrscheinlich ein Skelett. Ich gehe jetzt hier das Haus weiterbauen. Wenn Doofmann halt nicht will, dann will er nicht. Übrigens wollte ich nochmal darauf hinweisen, jetzt geht Episode 3 von Minecraft Story Mode weiter. Deswegen bin ich heute ein bisschen genervt und unausgeschlafen. Denn ich habe extra für den, für die schönen Folgen, die erscheinen werden. Ein bisschen länger gemacht. Was machen wir hier überhaupt? Du hast es falsch gemacht. Da soll doch Glas hin. Jetzt mache ich das Oh, hin. Jetzt mache ich auch noch ach mit, ja, weißt du? Scheiße. Das sollen aber hier die Kanten sein. Und ne, wir müssen eh gucken. Genau, die Tür machen wir Aua, nachträglich. Mann, wer schießt denn hier laufend auf mich wahrscheinlich? Ja, habe ich engagiert. Das ist Doofmann 2. Genau, warte mal, mein Oh, Hund muss ich. Mann. Warum sieht man den Namen? Doch, jetzt, wenn ich näher dran bin. Komm mal her, Doofmann. Der soll sich mal hier außerhalb hinsetzen. Der soll ja aufpassen, ja. Doofmann, sitz. Hast du Glas dabei oder muss Spucki, ich noch sitz. holen? Nee, das kann man dann nachträglich machen. Wir machen erstmal jetzt das Grundgerüst. Ah, gut, okay. Du bist komisch. Ich will einen neuen Spooky. Also Hallo, Doofmann. ich suche demnächst. Wir machen, wie nennt man das? Deutschland, nee, Quatsch. Tomb Raider sucht den Spooky Star.
den neuen Spooky. Könnt ihr euch gerne Okay. bewerben. Ja, hier hast du Holz. Ne, ich hab da schon alles. Ich brauche ja keins mehr. Zick ich, jetzt sammelt das ein, sonst ist das weg. Gebt der nicht jetzt los hier, zack ich. Genau, wie hat man das hier gemacht? An der Kante, weiß es das noch? Das müssen wir, glaube ich. Wir müssen es nämlich Noch anpassen. Holz, ne? Nee, nee, Oder? rot. Guck, rot. Ich bin ja eins weiter, also. Nee, bist du nicht. Ach doch. Genau, dann warte, dann setz ich genau und dann kannst du ja dein Holz dazwischen. Das ist natürlich doof, jetzt Oh machen wir hier Mann, das ey. einzeln. Ja, das ist doof aufwärts, ne, finde ich. Ja, Deswegen mache ich das. brauchst du was drauf, ja, wollte gerade sagen. Ja. Oh Mann. Bei immer. Wie viel haben wir denn? Ich habe vergessen, wie viel war da drüben immer. Ja, 5, 5, ne, oder? Ja, ich glaube, ja. Genau, supi. Ja, wir haben nämlich vor, 4 Räume zu machen. Natürlich werden wir jetzt nicht alle gleich bestücken, weil die Folge geht ja nicht unendlich lang. Und wir müssen erstmal ein Zimmer fertig kriegen, weil der Spucki ja so getrödelt hat. Ach, du machst gleich das Holz auch abwechselnd immer. Okay, das ist aber Ja, doof, oder? keine Ahnung. Geht eigentlich ganz gut. Ja, von unten, ja, das geht so auch ganz gut. Finde ich. Ach so. Boah, das geht auch. Holz kannst du ja dann von unten Geil. anfügen. Fenster machen wir nachträglich, weil wir wollen das ein bisschen diesmal ein bisschen Oh Aufnahmen machen. Mann. Nein, Sandy. Ja. Der Spooky hat übrigens total verschlafen eben. Na, der lässt mich hier. Oh ja, zeig, was falsch gemacht. Sich mich abquälen hier um die Uhrzeit. 5, yippie. Autsch. Oh Mann, hier kann doch kein Schwein bauen mit diesen Nee, du bist Hydranten. einfach nur unfähiger Spooky. Siegel sind gleich leer. Das ist eine Flensuse heute, oder? Ich fass es ja. Da kommt übrigens ein Zombie auf mich zu. Mit einem. Was hält der denn an der Hand? Ein Spaten. Wow, du Held! Komm her! Greif an! Oh, da ist Sand drin, ne? Das ist teuer hier. Scheiße, jetzt treffe ich von hier nicht, oder was? Warte, doch nochmal ein bisschen weiter. Hä? Ich bin normalerweise total guter Schütze. Na egal, leck mich. Oh, ich hol mal den Sand, bevor er weg ist. Jetzt habe ich die Taschen voll, oder was? Kekse wollen wir nicht. Die schmecken eh hier ranzig auf, ne? Die Cookies. Die sind nämlich teuer hier. Obwohl die keiner haben will. Und Spucki, erzähl mal was aus deinem Leben. Also, aus deinem kurzen. Aus deinem Spucki-Leben. Als Spucki. Leben. Ah, hier sind Sterne. Ja, super. Das ist tolles Leben. Ganz tolles Leben. Stein im Das. Kopf oder was? Ja, genau. Hab mit Steinen das Glashaus kaputt geworfen. Ah, das sage ich der Band aber demnächst. Ja, das wäre doch schlauer, wenn wir eigentlich, ne, du die Holzreihe machst und ich die Steinreihe. Oder ist das egal? Ach, ist egal. Ja. Ja, schon spannend. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich schon ganz gut Kohle gemacht, weil ich darf ja hier nicht weiterbauen. Das sieht ein bisschen doof aus, wenn wir dann die Serie weiter drehen und plötzlich hier 1000 Häuser stehen. Deswegen mache ich hier sozusagen, ja, nutze das als Wirtschaftssimulation. Ich finde das ganz lustig, weil die Kohle brauchen wir eh irgendwann, wenn ne, diese automatische Tierfarm gebaut wird, brauchen wir ein paar Spawner, weil wir haben ja nur einen Schaf- und einen Kuh-Spawner, den wir da drin nutzen. Aber ich würde gerne noch ein paar Schaf-Spawner haben. Also einen mindestens. Also wir können, glaube ich, noch maximal 2 Spawner reinhauen. Und dass wir wenigstens noch einen Schafspawner haben, weil Wolle ist hier wirklich teuer. Zumindest macht man hier Kohle damit, wie man sehen kann. Boah, ich habe bestimmt schon mir jetzt jeden einzelnen Knochen in den Zehen gebrochen. Und die Beine noch Aua. dazu. Naja. Was machst Oh, du denn? sieht aus, Achso, als ich ja, immer verrecke. das Runterspringen, genau. Ja, weil das macht sich doch einfacher, wenn ich hier immer runterspringe. Und dann die Holzreihe nachträglich einfüge von unten. Das kann man Oh, auch das war machen. eins zu hoch, glaube ich. Weil deins sieht nämlich komisch aus, obwohl geht eigentlich. Muss was Mach aufpassen, dass das ich nicht dann. versehentlich verrecke beim Runterspringen, wisst ihr? Man achtet ja dann doch nicht auf die Herzchen. Das kenne ich. Mach das halt immer so. Ich baue immer zwei Blöcke und laufe nach vorne. Nur halb hier muss ich halt noch die Blöcke wechseln, ja, weil es Ja. verschiedene sind. Ja. Na, du musst ja nicht gleich alles. Guck, ich mach's doch so hier. Ich bin ja irgendwie gleich rum. Ich finde das Muster so schön mit diesem Texture Pack. Die Nether-Ziegel sehen hier so geil rot aus.
Und mit der Birke sieht das eh haben. Ja, aus der Dachwärmerdenkmal wieder, also diese Dach, das ist ja eigentlich nicht in dem Sinne Dach. Das soll ja später für die zweite Etage der Fußboden werden. Da brauchen wir wissen keine Wolle. Und ich finde dieses Muster sogar, vielleicht fällt uns sogar ein besseres ein diesmal. So ein Wirbel oder so wäre ja natürlich cool. Ja, manche haben sich das schon echt angeguckt hier, weil ich mache ja auch manchmal Werbung, ein bisschen Kohle zu verdienen in unserem Shop. Und dann gucken die da wirklich nach oben und schauen sich das an. Mir gefällt es auch. Mir auch. Ich habe keiner Aua. gefragt. Okay. Was machst du da jetzt? So, warte, dann schnapp ich mir das Holz, meine Ziegel waren eh fast leer. Obwohl. Geht eigentlich noch. Genau, und dann hätten wir das von unten machen können, weil wie gesagt, die Fenster machen wir eh danach. Ach, scheiße, kann man ja nicht gedrückt halten, weil ich ja dann wieder die ganzen Dinge an mir Sicht habe. Obwohl, warte, vielleicht von der Seite. Ja. Ups. Oh, doch nicht. Aber diesmal habe ich mir wenigstens eine Axt mitgenommen, weil der Spucki, der, ne, verbummelt immer mein ganzes Werkzeug. Der klaut das bestimmt und bunkert das irgendwo. Und dann zieht er heimlich aus hier aus von der Insel. Und dann Feuer grieft da die noch. Ja, so weiter machst ja. Obwohl, du wolltest mich ja schon mal abfackeln, habe ich erst bei der letzten, beim letzten Mal beim Schnippeln gesehen. Was war denn das? Spooky Family, ja. Hat plötzlich hier Ich. brannt. Hast dich selber ab. Nee, hier, das war glaube ich sogar hier. Da hast du dann plötzlich selber gebrannt. Ach so, wo ich den Boden anstecken wollte unter dir. Tja, klappt wohl nicht, wa? Mein Hexenfeuer ist stärker als dein blödes Ich Hexenzeug. habe gedacht, der Scheiterhaufen würde helfen, aber. Nee, der, nicht mal der hilft. Sogar der gibt auch auf. Übrigens, stehe ich über dem Teufel, ja. Also ich bin eigentlich die heime Chefin der Hölle. Hab's geahnt. Das heißt, ich habe meine Seele verkauft, Leute. Nee, die wollte ich nicht. Die ist schon so Bam. verbraucht. Ich nehme keine 30-jährigen Seelen. Den hast du schon kaputt gemacht. Die ist zu alt. Die Seele, die ist. Nein. Nur jungfräuliche nehme ich. Unverbrauchter. Übrigens, unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Wir werden auch gleich im Anschluss weiter natürlich machen und die nächste Folge aufnehmen. Ich glaube, da kommt was. Ein Zombie. Wie hast du den hier? Hast du den hier reingelassen? Ey, hier Eintritt zahlen, du Fohl. Fasset Ich ja. habe ihn eingeladen, ja, bestimmt. Er wollte zu seinem Chef, dem Nein. Teufel, dem Überteufel. Nee, Zombies sind tatsächlich nicht als unsere Angestellten hier. Die sind zu hässlich. So, dann sagen wir mal danke wieder fürs Zuschauen mit dem Spucki, der überhaupt nicht bauen kann, wie er sie könnt. Und mir Sandy Croft los sagt, tschüss, du Fohl. Ja, ciao, ihr Vögel. Schau. Hey, du! Arsch! Ciao!